Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen, meine Freunde. Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Pokémon Heart Y, der Wanderlust Challenge. Und Gott, Heart Gold ist zu Ende, hör auf, das zu sagen. So, wir sind jetzt hier und tauschen auch direkt unser Libiskus weiter. Und mal hoffen, dass sie was Gutes bekommen. Weil wir haben im letzten Part und auch im vorletzten Part zwei unserer MVPs verloren. Dino und unser Nibulak. Leider. So. Mach's gut, Libiskus. Aber der Fakt, dass wir Wampel, Fifi und Zigzags haben, finde ich gut, weil dann können wir endlich diese Pokémon nicht mehr bekommen, weil wegen der Dingensclaws, dass wir doppelte Pokémon weitertauschen können. Deswegen bin ich zufrieden, dass wir das dann schon haben. Und Luna aus den USA. Mal sehen, was sie zu bieten hat. Also ich würde es ja cool finden, wenn du irgendwie wieder Suchtreste oder so hast für mich. Was nicht der Fall sein wird. Ein Trombock, ja. Das wird definitiv auf Level 15 sein. Definitiv. Mann. Aber immerhin, ich meine, es ist ja, ne? Es ist ein Pokémon und es ist für den Pokédex auch gut geeignet. So. Wir tauschen das Ganze wieder zurück. So. Untertausch und ja und. So. Durchführen und weg mit dir. Level 6? Wie kann das Ding auf Level 6 sein? Wie entwickelt sich das Ding überhaupt? Was? Wartet mal. Wie kann das auf Level 6 sein? Ich meine, es ist zwar gut, weil ich meine, es ist halt Typ Pflanze und Geist, was echt gut ist eigentlich. Aber Trombok, Level 6, ist das möglich? Kann man das so kriegen? Ach, durch Tausch entwickelt sich das. Okay, cool. Ja, okay, ne? Es ist froh. Und es scheint mir eventuell sogar... Warte mal. Kann sein, dass das Ding vielleicht sogar, CP geeignet ist. Also, dass es halt mit Full DVs und sowas ist. Holzgeweih war mal nicht physisch, oder Holzgeweih? Ich glaube, das Ding war... Holzgeweih war, glaube ich, physisch. Ach so, nee, okay. Ist egal jetzt, was ist das Ding. Also es ist froh. Froh ist ganz okay. Wenn Holzgeweih physisch ist, dann ist es cool. Ja gut, dann nehmen wir das jetzt mit ins Team. Ich meine, Trombok ist ganz cool. Trombok ist echt ein cooles Pokémon und wieso nicht, ne? Ich meine, es ist besser als Bizza oder so. Pokémon. Nee, warte, wir müssen das jetzt in der Box machen. Stimmt. Wir müssen das auch zur Box gehen. Ich glaube, wir trainieren sogar, ehe wir zum Dingens hier zur Arena aufbrechen, oder? Will ich trainieren? Nein, ich trainiere nicht. YOLO. YOLO, ich hab's nicht nötig. Trombok. So, gut. Perfekt. Ja, okay, hier ist nichts mehr, was ich irgendwie mitnehmen will noch. Nee, ist alles gut. Ist alles gut. So, wir haben aber immer noch kein Flug-Pokémon. Das ist echt ein Problem irgendwann, wenn wir noch kein Pokémon haben, das fliegen kann. Das wird echt zum Verhängnis irgendwann. Muss ich irgendwie was fangen, was dann auch fliegen kann und, ne, mal gucken, wie es wird. Das kann mir echt zur Last fallen, weil wenn ich dann immer ständig meine Pokémon ablegen muss und immer ein Flug-Pokémon dabei haben muss, wäre das doof. Sonderbonbon, hier. Wir leveln nicht ein bisschen auf hier, weil ich meine... Level 15 war das, oder? Das war Level 15. Wachstum ist ganz okay, glaube ich. War, glaube ich, physisch und Spezialangriff steigern. Meine ich. Ich weiß gar nicht. Ich glaube schon. So, Level 11, Level 12. Level 13. Level 14. Oh, warte mal. Per Wurzler? Nee, danke. Brauche ich nicht. Ich meine, das war doch diese Attacke, wo man irgendwie... Das war doch wie Wasserring, aber nur für Pflanzen-Pokémon. Level 15, kann ich dir irgendwie eine Attacke beibringen? Rückkehr, nee, danke. Giftstock, ja, okay, ne, ist, glaube ich, alles eher doof. Session, na, komm, egal. Brauche ich nicht. Ja, komm, ist alles gut, ist alles okay. Wobei, wir könnten ja nicht Zerschneider beibringen, ne? Ich meine, Zerschneider ist gar nicht so doof. Zumal die echt halt ein Pokémon brauchen, das auch zerschneiden kann, weil ich meine, es gibt teilweise gute TMs und Items, die man dadurch kriegen kann. Wir vergessen mal ganz schnell
Also nee, ich meine, ach so, ja, okay, gut. Ich dachte, dass Heckel irgendwie eine niedrigere Attacke hat, Power hat als der Schneider, aber ist doch alles gut dann. Dann ist ja alles gut. Dann können wir jetzt hier sogar direkt mal zum Arenaleiter aufbrechen. Weil wir trainieren noch eine Weile, komm, ist ja nicht schlimm. Wir haben ja Zeit der Welt. Wir haben alle Zeit der Welt. Pokémon, Trevenant. Und ich habe mir sogar überlegt, ob ich eventuell wieder meine Offscreen-Training-Sessions einbringen soll. Aber ich meine, momentan habe ich es nicht wirklich nötig, so zu trainieren. Weil ich meine, die paar Level kann man auch eben so schaffen. In einem Part oder so. Und deswegen will ich jetzt erstmal so Offscreen machen. Falls ich eventuell irgendwann echt anderer Level sein sollte, werde ich es dann wirklich wieder zurückbringen, dass ich dann halt Offscreen trainiere. Und eventuell meinen Footage auch reinbringe. Maskeregen ist, glaube ich, Typ Käferwasser, meine ich. Bin mir nicht sicher. Aber nein, ich bleib hier nicht drin. Das ist mir zu riskant gerade. Ich bleib da nicht drin. Nee. Da bleiben wir nicht drin, weil Blitzer ist hier, glaube ich, die beste Möglichkeit. Ich meine, Wasser ist das Ding, glaube ich. Oder Flug oder so. Deswegen, das war klar. Windstoß, ja, easy. Tankt. Und Donnerzahn sollte eigentlich ausreichen. Falls das Ding dagegen schwach ist. Oh, okay, jetzt reicht doch nicht aus. Na gut. Dann eben nicht. So. Ich denke, dass wir dadurch jetzt eine Menge an EP bekommen werden. Wow, Alter, 1000 EP für so ein Ding. Holy shit. Das Ding gibt echt scheiße viel Erfahrung. Erfahrungspunkte, Entschuldigung. Kann man noch hier irgendwie trainieren? Also hier gab es, glaube ich, keinen Trainer, mit dem wir machen mussten. Aber oben bei dieser Steinroute waren noch ein paar Trainer, die wir machen konnten. Und deswegen machen wir die auch jetzt eben. So, mit dem Ding in der Hand da. Wie das aussehen muss, wenn man hier so auf der Straße mit so einem Ding hier rumläuft. Oh mein Gott, nein. So. Ich glaube, hier war noch ein Trainer. Trainerin. Die hier. Die mit den Steinen da, genau. Die sind mit den Steinfetischen. Steinfetisch? Oh mein Gott, nein. Da kommen mir gruselige Gedanken auf. Nein, danke. So, Hopspross war das, glaube ich. Hubbelupf. Klaus. Deckel? Feenbrise, ja, ist mir eine Lasche. Und der Schaden ist echt gut. Ich meine, für Deckel, ne, Roundstep und so. Das ist schon ganz nett. So, das sollte jetzt aber ausreichen, der Deckel hier. Oder? Reicht er aus? Ich weiß gerade. I don't even know. Nee, schade. Na dann. Ich könnte auch eventuell auf Wachstum gehen ein paar Mal und dann kann ich alles one-hitten. Aber, nee, ist mir zu doof jetzt. Level 17 schon, das geht einfach so schnell. Guck das mal an, das geht doch fix wie sonst was. Ach, Jemini. Dumisel können wir eigentlich benutzen, um uns zu setupen. Warum nicht, ne? So, Wachstum. Antikraft, der ist mir Latte, Alter. Gar nicht wahr, ist mir nicht Latte. Ich meine, das Ding kann jetzt nicht hier hochboosten wie sonst was. So, wir heilen mal kurz auf. Man weiß nie. Antikraft, ach du Scheiße, hör auf damit. Wow, nein, danke, hör auf. Verfolgung, alter Schwede. Verfolgung, was mache ich da jetzt? Okay, wir gehen jetzt hier raus. Wir müssen jetzt rausgehen. Geh nicht auf Verfolgung, bitte. Geh nicht auf Verfolgung. Okay, gut. Puh, Alter. Das war sehr knapp gerade. Das war echt knapp. Das war mega knapp. Ah, alter Schwede. Gena ist mir egal, weil Doppelkick sollte halt nicht ausreichen. Ja, nee, es reicht nicht aus. Schade. Jetzt schlafen wir auch. Nice. Gute Nacht, junge Lut. Gute Nacht. Mach auf, come on, mach auf. Please. Und er wacht auf. Hey, cool. Dankeschön. 1000 Erfahrungen. Wow, Alter, für so ein Pokémon. Für so ein Dumisel. Level 18, nice. Ich glaube, wir leveln unsere ganze Pokémon mal ein bisschen, weil ich meine,
Die Arena-Leiter haben, glaube ich, also der Arena-Leiter hat, glaube ich, ein Pokémon auf Level 25 sogar schon. Ich bin mir aber nicht sicher. Gehen wir auf Kurs raus. Also Merrill kann uns, glaube ich, nichts tun, außer Fingerattacken und außer Wasserattacken zu spammen. Und da sollten wir relativ gut ausgerüstet sein. Wachstum. Einmal geht doch. Ein Niedler. Ach Gott. Warte auf, Konfusstrahl, go. Dankeschön. So. Wachstum. Wir spammen ein bisschen Wachstum. Wow, der war nur eine Runde verwirrt. Wow. Tackle. Naja. Naja, na, man kann sich drüber streiten. Konfusstrahl, go. Walzer, Alter, hör auf damit. Hier weg mit Walzer. Okay, das kann mir tatsächlich ein bisschen wehtun, Leute. Da muss ich ein bisschen aufpassen jetzt. Ich bin fertig mit dem Leben. Ich habe keinen Bock mehr. Wie kann es sein, dass Walzer ausreichend mich so töten? Das war doch nicht so viel Schaden davor. Und warum? Wieso? Woher? Weshalb? Mann. Egal, scheiß drauf. Es ist egal, komm. Ich bin's leid, Alter. Ich bin's echt leid. Drei Pokémon schon, wow. Wieso ist Falzer so eine Scheißattacke? Warum ist Falzer so eine Mistbrotattacke? Ich kann da auch nichts reinwechseln einfach so, ohne dass es irgendwas stirbt. Ja gut, Joey, warum lebst du noch? Warum sind alle gestorben? Warum lebst du? Ausgerechnet du noch? Mann. Aber egal, es ist okay. Es kann passieren. Es ist passiert, es ist vorbei. Wir nehmen jetzt anstatt Trombok ein anderes Pokémon ins Team. Und zwar, ich nehme, glaube ich, entweder Pudox oder... ja, mal sehen, wir gucken mal, was sie so haben. Wir schauen mal ein bisschen, was sie so haben hier. Wir haben ja alle Zeit der Welt, deswegen geht das klar. Ich glaube, hier haben wir noch Hibiskus. Nee, Sengo würde sogar ganz gut passen. Ich weiß noch nicht, ob es auch etwas bringt irgendwann. Ich meine, normale Pokémon sind immer so, so lala, ne? Traumbacken muss erstmal hier weggehen. Rest in Peace. Pudox. War gar nicht so schlecht, aber es ist auf Dauer irgendwie halt dort. Ist dann doch wiederum schlecht. Erstmal will ich nichts haben, weil ich meine, ich bin wirklich gut ausgerüstet momentan. Und diese ganzen Pokémon, die ich hier habe, sind doch schon ein bisschen doof und schlecht. Teilweise. Wobei es Goppel. Aber was ist auf Level 12? Das wird mir dann auch nicht auf Level 12. Ich lasse es mal so. Wir lassen es mal für eine Weile so. Und wenn wir dann irgendwann ein Pokémon kriegen, was auch gut ist, können wir uns da wieder halt ersetzen. Und ja, ne? Mal sehen. Ich gehe jetzt hier mal in die Arena rein, weil ich keinen Bock gerade habe, irgendwas anderes zu machen oder noch zu leveln, weil Leveln ist da irgendwie sinnlos. Weil ich meine, wir haben schon sehr starke Pokémon. Und ja. Und da kommt noch der Arena-Leiter. Ich glaube, das war Lino, war das, oder? War das Lino? I think so. I don't know. Stärke, okay. So, finde ich mal ganz cool. Das können wir unserem Joey beibringen. Mit 80 Base Attack ist schon was Gutes. So, hier, Stärke für dich. Und wir vergessen hier, Einigler? Ja, doch, Einigler. Ist relativ irrelevant gerade. So, gut. Dann bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal mit mir, dem Shizumania und Lino und allem anderen.